Hey Leute, willkommen zurück bei einer kleinen Runde City Skylines. Vielleicht wird es auch eine größere Runde, schauen wir mal. Und jetzt kam das Update oder der Patch 1.1 raus mit Tunneln, mit europäischen Häusern, mit drei neuen Karten. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch direkt mal. Ich habe auch wieder ein paar ganz normale Mods installiert. Jetzt keine Gebäudemods, die habe ich erstmal alle rausgeschmissen. Ich musste dafür 34 Seiten der Modverwaltung löschen, um einfach diese ganzen neuen europäischen Häuser mal zu sehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt in ein neues Spiel. Und zwar hatte ich mir noch genau das hier: Bobblebed Z European runtergeladen aus dem Steam Workshop, was dann auch hundertprozentig diese europäischen Häuser hat. Ja, gut, lassen wir es bei Springfield, Stadtname. Und legen wir einfach direkt mal los. Ich habe es jetzt eine ganze Weile eigentlich nicht gespielt, war ja immer sehr, sehr begeistert von dem Spiel. Wir schauen mal rein, was sich eventuell noch so ein bisschen verbessert oder verändert hat. Es lädt gerade ganz schön. Macht aber nichts, liegt auch ein bisschen an der Aufnahme mit. Ja, so ein paar Mods wie Autoline Color oder dass man gleich von Anfang an die normalen Straßen hat, dass ich nicht erstmal eine kleine Straße bauen muss, um dann die größeren zu bekommen. Ah ja, guck mal, das fängt hier hinten an. Das sieht sehr schick aus. Fahren schon die ersten Kreuzfahrtschiffe los. Sunshafts bzw. Sonnenstrahlen sind aktiviert, dann ist auch aktiviert, dass die Sonne wandert und das können wir uns direkt mal anschauen, denn da habe ich noch eine Mod installiert, die das Rein- und Rauszoomen vergrößert und verändert, beziehungsweise wenn man so weit rauszoomt, dass man direkt im First-Person-Mod unterwegs ist. Sieht super aus und ich würde sagen, wir legen da direkt mal los. Ah ja, schöne Abfahrt. Nicht schlecht. Gefällt mir hier. Was gibt es denn hier oben Neues? Ah ja. Na jedenfalls ist ein Tag- und Nachtzyklus installiert und auch, dass die. Der geht ein bisschen schnell, wie ich finde. Vielleicht kann man das irgendwo noch verändern, muss ich mal schauen. Jetzt nicht. Was war das hier nochmal? Ja, genau. Okay, ein kleines bisschen reinfuchsen muss ich mich wieder, aber ich weiß ja noch größtenteils, wie das alles vonstatten ging. Ich würde sagen, wir bauen hier unten erstmal. Wollen wir erstmal einen Kreisverkehr hier irgendwo hinbauen? Könnten wir eigentlich machen. Okay, ich baue den aber ein bisschen anders. Ich nehme die beiden jetzt hier erstmal weg. Und dafür. Dafür wollte ich eigentlich. Ah ja, hier, genau, die Einbahnstraße bauen. So, einmal runter von der Autobahn und einmal drauf auf die Autobahn. Ist gerade Nacht, wird schon wieder Tag. Das geht mir echt ein bisschen sehr, sehr schnell. Muss mal gucken, ob ich das im Hauptmenü irgendwo ein bisschen ändern kann in der nächsten Folge dann. Oder in einer der nächsten Folgen. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen loslegen, damit wir hier auch Strom und Wasser und so weiter bekommen. Beziehungsweise den Kreisverkehr eventuell noch ein bisschen anders machen. Beziehungsweise schauen, wie wir dann die ersten Gebäude anlegen können. So, da hinten kommt auf jeden Fall dann erstmal die Wasserversorgung hin und das Industriegebiet. Ich überlege gerade, ob wir das Industriegebiet einfach hier oben mitmachen. Für den Anfang und hier unten uns ein bisschen ausbreiten für die ganzen Wohngebäude. Das geht wirklich sehr schnell, oder? Ich würde sagen, wir machen das Industriegebiet auch hier oben. Ich pausiere erstmal. Ein bisschen Geld verlieren wir durch die Straßen, die wir gebaut haben.
Es haut nicht ganz hin, macht aber nichts. Das passt schon. So, dann bräuchten wir. Wir könnten ja theoretisch. Können wir auch eine geschwungene Straße nehmen, oder? Ist hier eine Ampel? Nö, dürfte nicht. Sehr gut. Da oben ist dann zwar einer, aber das ist nicht so schlimm. Und dann. So in den Kreisverkehr erstmal rein. Wir probieren das jetzt einfach erstmal wieder ein bisschen. Muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Industrie können wir dann gebrauchen, aber als erstes brauchen wir natürlich ein Kraftwerk, dass wir hier auch ein bisschen Strom bekommen. Das setze ich jetzt einfach erstmal hier hin. Und Wasser holen wir uns hier oben raus. Fließt da lang, okay. Abwasser hier drüben erstmal hin. Das werden wir später eh nochmal umbauen. Können wir hier drüben das Industriegebiet gleich voll machen mit Wasser. So, okay, genau. Und Stromleitung brauchen wir natürlich auch. So, das haut schon mal hin. Okay, dann gleich noch ein bisschen was für unsere neuen Ankömmlinge. Eine kleine schicke Wohngegend. Ich bin sehr gespannt, wie die europäischen Häuser aussehen. Auf den Screenshots sah das echt super aus. Nach würde ich immer am liebsten ein bisschen was freilassen. Ich überlege halt gerade, ob ich es parallel zur Straßenbahn baue, nicht zur Straßenbahn, zur Autobahn baue. Oder vielleicht mehr hier runter und dann hier unten vielleicht das Gewerbegebiet. Ne, wobei das, na schauen, das kommt wahrscheinlich da links oben hin. Da würde ich sagen, machen wir dann doch erstmal hier unten einfach irgendwie, damit wir einen Anfang haben. Das ist mir zu weit. Ja, ein bisschen passen muss das schon. Noch eins? Ja, können wir machen, oder? So. Das haut hin, wobei wir dann auch hier eigentlich die normale Straße nehmen können. Okay, da haben wir dann hier oben allerdings eine Ampel. Er dürfte am Anfang noch keine Schwierigkeiten machen, denke ich jetzt mal. Wir haben hier drüben schon eine Abfahrt. Ja, gucken wir einfach mal, das wird schon irgendwie funktionieren. Und die Leute, die auf Arbeit fahren, ja, wegen Stau gucken wir da mal, oder wegen vielleicht sogar nur einem kleinen Tunnel. Okay, legen wir einfach mal los. Ach genau, wir brauchen ja auch hier hinten dann noch Strom. So, und ich hoffe, die nehmen sich das jetzt, wenn ich hier die erste Reihe an Häusern setze. Müsste gleich losgehen. Ganz schön viele Ampeln, oder? Ah ja, da kommen die ersten Gebäude. Cool. Gibt es eigentlich auch eine Mod, dass man Lichter in der Stadt hat? Von den Laternen? Oder von den Ampeln? Oder halt auch von den Wohnhäusern? So, jetzt haben wir hier auch einen Stromanschluss und das dürfte sich dann so langsam hier rumziehen. Jawohl. Sehr gut. Tja, können wir direkt ein bisschen Industrie bauen, denn die Leute brauchen ja auch was zum Arbeiten.
Gewerbegebiet machen wir dann da oben. Oh ja, genau, die Leute brauchen auch Wasser. Okay. Information. Das mit der Sonne sieht ganz cool aus, frisst ein paar Frames. Jetzt nicht bei so einer ganz kleinen Stadt, wo noch nichts gebaut ist. Ach hier, kleine Reihenhäuschen. Nett. Oh, ein Riesengerüst, was kommt denn hier hin? Auch bloß ein kleines Gebäude. Das ist halt geil mit der Mod, dass man direkt reinzoomen kann, um im First-Person-Modus zu landen. Wie sieht es denn aus? Wie viele Einwohner haben wir? 56, 65? Wir machen immer noch ganz schön miese. Wir brauchen nämlich auch... Oh, wir haben nicht mehr so viel Geld. Ein bisschen Gewerbe bräuchten wir schon. Bauen wir einfach erstmal mit da hinten hin. Ich denke, wir können ja direkt noch mehr machen. So. Also das mit dem Tag-Nacht-Zyklus geht mir gerade ein bisschen auf den Nerv. Es gibt ja eine Mod, die halt einen Tag-Nacht-Zyklus einbaut und eine, die dann nur so die Sonne ein bisschen wandern lässt, es aber trotzdem immer irgendwie hell bleibt. Naja, mal gucken, ich nehme wahrscheinlich diesen Tag-Nacht-Zyklus einfach raus. Denn die Frames, die schwanken gerade extrem. Was ich speichere mal kurz ab hier, das gefällt mir gerade nicht, wie das hier läuft. Wir sehen uns gleich genau an der Stelle wieder. Ich gehe mal kurz ins Hauptmenü und deaktiviere die Mods dafür. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich war jetzt nicht im Hauptmenü. Ich bin aus Versehen auf eine Taste gekommen, als ich raus wollte. Und zwar auf P. Und das ist zufällig, das wusste ich echt nicht. Der Hotkey für diese Moving Sun Mod habe ich jetzt einfach mal auf 0,0002 gestellt, den Speed, und da geht es ganz, ganz langsam los. Und das gefällt mir schon deutlich besser. Sehr gut. Ja, läuft dadurch schon viel, viel flüssiger. Wo waren wir genau? Wir haben hier hinten alles mit Wohnhäusern gerade gemacht. Sehr schön. Oh ja, hier Industrie kommt schon dazu. Null verfügbare Arbeitsstellen, sehr gut. Also, die Leute sind dort voll beschäftigt. Das meine ich mit gut. Ja, ich freue mich schon wieder drauf, wenn wir dann auch Busse bauen können. Und vor allem die ersten Tunnel noch machen wir miese. Dürften bald neue Gebäude dazukommen. Die hatten wir gerade erst frisch ausgewiesen hier hinten. Diese Zone. Genau, guck mal, da kommt schon das nächste. Sehr gut. Kann man hier auch einstellen, dass die Nacht geskippt wird? Nee. Ach, hier sehen wir das hier. 9 Stunden, okay, das ist vielleicht ein bisschen lang. Ein bisschen hochstellen können wir es ja noch. Das war, glaube ich, auf dem Speed, nicht ganz auf dem Speed, aber ihr seht, wie sich es dann verändert. Wie schnell das dann teilweise geht. Ich gehe jetzt mal kurz, dass es wieder Tag wird. Dann gehen wir mal wieder zurück. Stunde 31. Ja, dann lassen wir es mal so. Sieht ganz gut aus. Müsste ja jetzt halt nur noch eine Mod geben, die es in der Nacht ein bisschen heller macht. Wenn ihr da Ahnung habt, schreibt ruhig mal. Ich habe gestern noch mal ein bisschen nachgeschaut nach ein paar Mods. Habe mir erstmal so die installiert, die mir direkt ins Auge gestoßen sind und die ich auch gut fand und die ich auch damals schon immer drin hatte. Ich habe auch eine Mod installiert, wo wir bessere oder schönere Busse bekommen. Mercedes-Busse.
weiß gerade nur nicht, wie viele Einwohner brauchen wir für Busse? 2200? Ach, guck mal, herzlichen Glückwunsch. Die erste Errungenschaft haben wir schon erreicht. Steuern können wir anheben. Müll, Versorgung, Gesundheitswesen und Bildungswesen brauchen wir. Sehr gut. Ein bisschen Geld haben wir dazu bekommen. Das ist immer super. Da können wir nämlich hier hinten weiterbauen. Ich mache mal kurz Pause. Weil dann gleich hier hinten unsere Stromleitung flöten geht. Naja, nicht schön, aber selten. Sehr selten sogar. Ja, passt, oder? Okay, dann brauchen wir... Genau. Ach verdammt, passt ja nicht rein. Hier oben eventuell hin, ans Naturschutzgebiet. Oder hier unten hin. Nee, kommt da oben hin. Denn da könnten wir theoretisch auch gleich hier noch so eine zweite Umgehungsstraße bauen, damit die auch hier oben lang fahren können, falls jemand später hier oben arbeitet, beziehungsweise die Müllfahrzeuge hier unten lang. So, müsste wieder hindern mit der Stromversorgung. Gesundheitswesen, Kostenpunkt. Was habe ich denn für die Müllhalde bezahlt? Gar nicht so viel, aber die Straße kam einiges. Oha, verdammt. Könnte man nicht bei den Autos auch mitfahren? Ah ja, okay, der stieg gerade aus. Halt, ich schnapp mir mal so ein Fahrzeug. Das Auto Fließheck. Ach verdammt, jetzt ist der dort auch schon angekommen. Komm schon, jetzt lass mich mal ein bisschen mitfahren. Ganz einfach mit der Mausbewegung können wir uns ein bisschen umsehen. Das ist echt sensationell gemacht, super. Wie sieht's denn aus? Sind wir endlich im grünen Bereich? Sind wir natürlich noch nicht. 7000 Einwohner. Quatsch, 450. 7000 Credits an Geld haben wir noch übrig. Ein paar Häuschen können sich hier unten noch bilden. Brauchen wir auch. Hier wollte ich drauf. Was gab's? Ach genau, Steuern. Steuern, Steuern, Steuern. Der hatte ich immer auf 12%, da gab es nie Probleme mit. Machen wir direkt, dann dürften wir schon fast im grünen Bereich sein. Müsste sich gleich noch mal ein bisschen verbessern hier unten. Minus 155 noch. Darlehen könnten wir machen, kostet aber sehr viel noch pro Woche. Das lassen wir mal noch. So, na kommt schon, dass wir wenigstens in den grünen Bereich kommen. Und wir brauchen eventuell noch ein bisschen mehr an Industrie. Das machen wir. Ja, das Stückchen hier oben war jetzt nicht so günstig gebaut. Müssen wir da nochmal besser machen. Ah ja, genau. So, ist der Brückenbau und Tunnelbau ist dann einfach Bild ab unter die Erde. Auch da gibt es 1, 2, 3 Stufen. Nice. Können wir dann auf jeden Fall bald mal probieren. Da bin ich sehr gespannt. Ich mag das immer mit Tunnel zu arbeiten. Ach, guck mal, jetzt machen wir schon ein bisschen Profit. Sehr gut. Und bräuchten auch wieder eine kleine Ecke an... Halt. Gewerbegebiet. Ja, Zufriedenheit ist halt nicht so hoch. Wir bräuchten einfach ein bisschen Geld, damit wir hier zum Gesundheitswesen bauen können. Aber wann gibt es den nächsten Meilenstein? Ab 800, okay. Dann bräuchten wir halt allerdings schon Feuerwehr und Polizei. Ja, irgendwann ist halt das
Auch nicht. Die sehen auch alle anders aus, die Polizei und die Feuerwachen.